Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge. Die Bahnstrecke Görlitz-Königshain wurde 1997 stillgelegt. Nach der Betriebseinstellung gab es Bestrebungen, Museumsverkehr auf der Strecke einzurichten. Abgestellte Wagen auf dem Bahnhofsgelände in Königshain-Hochstein zeugten bis zuletzt von diesem Vorhaben. Nun sind einige der historischen Güterwagen vom Bahnhof verschwunden. Was es sonst noch so aus der Region zu berichten gab, erfahren Sie jetzt. Die historischen Güterwagen von Bahnhof Königshain-Hochstein sind weg. Der Förderverein Historische Westsächsische Eisenbahnen hat die beiden Wagen auf sein Vereinsgelände in Schönheide im Erzgebirge überführt. Laut dem Vorsitzenden Marco Drosdeck hat der Verein bereits 2009 und 2012 zwei Wagen aus Königshain erworben und in das Westerzgebirge geschafft. Die beiden nun neu hinzugekommenen Waggons sollen den historischen Wagenpark aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ergänzen. Nach Vereinsangaben dauerte die Umsetzung 6 Tage. Insbesondere der Transport vom Bahnhof Hochstein zur Königshainer Hauptstraße sei eine Herausforderung gewesen. Über die Adler Modemärkte AG mit Hauptsitz im hessischen Haibach ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Im Rahmen der vorläufigen Eigenverwaltung soll der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortgeführt und die Gesellschaft über einen Insolvenzplan saniert werden, so Sprecher Peter Dietz. Das Amtsgericht Aschaffenburg hat dem entsprechenden Antrag bereits zugestimmt. Auslöser für den Insolvenzantrag sind laut Dietz die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller Filialen. Die Adler Modemärkte AG ist auch in Bischofswerda und Görlitz vertreten. Die dortigen Filialen sollen, ebenso wie andere Niederlassungen, nach dem Ende des Corona-Lockdowns wieder geöffnet werden. Die Lausitzer Füchse können in der Saison 2020/21 ihren bisherigen Dauerkartenbesitzern nicht mehr die Erfüllung ihres Kaufvertrages garantieren. Es stehen daher ab sofort verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Jeder kann dabei entscheiden, ob der bereits bezahlte Betrag für die Dauerkarte teilweise oder komplett für eine Wertübertragung in die nächste Saison genutzt wird, teilweise oder komplett als Unterstützung im Club verbleibt oder komplett zurücküberwiesen wird. Für Unterstützer des Clubs gibt es auch eine Auswahl an Preisen, darunter ein Unterstützerpuck oder die Teilnahme an einem exklusiven Fan-Event. Alle Dauerkartenbesitzer haben die Möglichkeit, sich unter lausitzer-füchse.de ein Formular für ihre Rückerstattung herunterzuladen. Für den Tag des offenen Umgebindehauses werden derzeit noch Akteure gesucht. Am Sonntag, dem 30. Mai von 10 bis 17 Uhr soll dieser in den Landkreisen Bautzen und Görlitz stattfinden. Damit möglichst viele Besucher die Volksbauweise von ihren unterschiedlichsten Seiten entdecken können, ist die Hilfe von zahlreichen Akteuren erforderlich. Gesucht werden Mitwirkende, die ihr im Bau befindliches oder saniertes Umgebindehaus dem Publikum zeigen wollen. Wer den Tag unterstützen möchte, kann sich noch bis zum 16. Februar mit einem kurzen Textbeitrag anmelden.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter stiftung-umgebindehaus.de zu finden. Der Freistaat Sachsen hat die für die Eindämmung der afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, erforderlichen Restriktionszonen neu festgelegt und damit erweitert. Grund ist der Fund eines infizierten Wildschweinkadavers außerhalb des bisherigen gefährdeten Gebiets im Landkreis Görlitz. Das gefährdete Gebiet wird nach Süden bis zur Höhe der Gemeinde Horka ausgeweitet. Seine Fläche vergrößert sich von bisher 157 auf nun 322 Quadratkilometer. Im Osten wird es vom bereits bestehenden festen Wildschweinabwehrzaun an der Neiße begrenzt. Innerhalb der neu festgelegten Restriktionszonen gelten die bisherigen Vorschriften. So gilt ab sofort ein Jagdverbot und die Freilaufhaltung von Hausschweinen ist untersagt. Für Hunde gilt Leinenzwang und falls sie Kontakt mit erkranktem oder verstorbenem Schwarzwild hatten, muss dies unverzüglich dem Veterinäramt gemeldet werden. Ab Februar dieses Jahres finden an den 73 Volkshochschulstandorten in Deutschland sogenannte Klimafit-Kurse statt. So auch in der VHS Dreiländereck in Zittau. Die Kurse wurden vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderung und Menschen entwickelt. An 6 Kursabenden macht Klimafit mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut. Der Fokus liegt dabei auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in den heimischen Regionen herbeiführt. Alle Kursinhalte werden gegebenenfalls über die VHS Cloud, der Online-Plattform der Volkshochschulen, realisiert. Weitere Informationen zum Kurs sind unter www.vhs-dreiländereck.de unter dem Punkt Gesellschaft zu finden. Weiße Tücher und Plakate mit der Aufschrift "Ohne uns wird es leer in Nisky" zieren noch bis zum Ende dieser Woche zahlreiche Schaufenster in der Niskyer Innenstadt. Es handelt sich um eine Aktion, mit der Einzelhändler und Gewerbetreibende auf die derzeitige, aber vor allem auch auf die zukünftige Situation aufmerksam machen wollen. Laut Initiatorin Corinna Friedrich haben sich bis auf wenige Ausnahmen alle Adressaten in der Niskyer Innenstadt dem Aufruf angeschlossen. Wir betreiben damit keine Schelte an der Politik oder an den Corona-Maßnahmen, stellt Corinna Friedrich klar. Vielmehr wollen wir uns mit der Bitte, uns nicht zu vergessen und uns nach dem Lockdown die Treue zu halten, an die Niskyer wenden. Schließlich sei es die Vielfalt der Läden, die den Flair einer Stadt ausmachen. Oberbürgermeister Octavian Urso tauschte sich mit Vertretern aus Handel, Gastronomie und Tourismus zum Aufleben des Görlitzer Handels nach dem Lockdown aus. In einem ersten Schritt wurden mögliche Formate und Maßnahmen zusammengetragen. Im Gespräch waren unter anderem die Etablierung eines sogenannten Erlebnissamstages mit regelmäßigen Kulturangeboten in der Innenstadt. Ebenso wurde die sogenannte Click-and-Collect-Methode favorisiert, bei der Online-Bestellungen im Geschäft abgeholt werden können. Diese Möglichkeit ist momentan noch nicht in Sachsen freigegeben. Oberbürgermeister Urso versicherte, auf Landesebene dafür zu werben. Ein nächstes Treffen ist in der zweiten Februarhälfte geplant. Dann soll auch über den verkaufsoffenen Sonntag am 21. März entschieden werden. Die Stadt Zittau bereitet die Zwangsversteigerung des Hauses Mandaustraße 2 vor. Das berichtet die Sächsische Zeitung unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Anfang 2019 war ein Bauteil des maroden Hauses herabgestürzt und hatte einen Passanten verletzt. Daraufhin musste die Mandaustraße halbseitig für den öffentlichen Verkehr gesperrt und zusätzlich eine Schutzrüstung aufgestellt werden. Bemühungen, den Eigentümer zur Sicherung des Gebäudes zu bewegen oder ihn an den Kosten zu beteiligen, waren vergeblich geblieben. Das Haus soll jedoch nicht abgerissen, sondern so weit gesichert werden, dass die Straße wieder voll befahrbar ist. Der Meeting Point Music Messien und die Stiftung Erinnerung, Bildung, Kultur wenden sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Sie suchen Erinnerungsstücke von Gefangenen des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag 8a, das sich auf dem Gelände des heutigen Meeting Point südlich von Skorzelec befand. Hier hatte der französische Komponist Olivier Messiaen 1940 als Kriegsgefangener das Quartett auf das Ende der Zeit komponiert und uraufgeführt. Gesucht werden Fotos, Dokumente, Briefe, Kleidungsstücke, Alltagsgegenstände oder andere Objekte von historischem Wert.
Alle Leihgaben werden ordnungsgemäß und sicher verwahrt und dienen ausschließlich musealen und pädagogischen Zwecken, versichern die Initiatoren. Die wertvollsten Stücke sollen auch ausgestellt werden. Der Großeltern-Enkeltag der Görlitzer Museen findet in diesem Jahr digital statt. Dazu eröffnen die Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, das Schlesische Museum zu Görlitz und das Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz am 24. Januar eine interaktive Mitmachpinnwand. Neben virtuellen Rundgängen und Informationen zu den Sammlungen der verschiedenen Museen finden Sie dort auch Kreativangebote zum Malen und Basteln daheim. Die Pinnwand soll bis zum 7. Februar bereitgestellt werden. Zu finden ist sie auf den Webseiten der Museen. Unter görlitzer-sammlungen.de, schlesisches-museum.de und museumgörlitz.senckenberg.de. Die Polizei sucht Zeugen zur Aufklärung einer Diebstahlserie von Fiat-Transportern und Wohnmobilen im Landkreis Görlitz. Seit Oktober wurden im Süden wiederholt Fahrzeuge des italienischen Herstellers gestohlen. Insbesondere der Typ Ducato stand dabei im Fokus. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 350.000 Euro. Betroffen sind Privatpersonen als auch Firmen. Es sind 7.500 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung der Diebe beitragen, ausgelobt. Informationen werden unter der Rufnummer 03581 468 100 per Mailadresse sowie in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Philippine hat am Dienstagvormittag einige Straftaten in Weißwasser und Bad Muskau aufgedeckt. Der Fahrer eines Pkw ergriff dabei die Flucht in Richtung Gartenanlage, er wurde jedoch auf einer Parzelle gestellt. Im Garten fanden die Beamten mehrere vermutlich gestohlene Fahrräder. Bei der genaueren Durchsuchung der Wohnungen des Gefassten und des Garteninhabers stießen sie auf mutmaßliches Diebesgut, wie etwa Akkubohrer, ein Pocketbike, Ecstasy und Crystal sowie einige Waffen, darunter Kleinkaliber, Pistolen, Schreckschuss und Softwaffen, Wurfmesser sowie Schlagringe. Die Kripo ermittelt. Anwohner der Bahnhofstraße in Zittau haben am Dienstagabend die Polizei wegen eines Randalierers alarmiert. Er hatte an einer Bushaltestelle Passanten belästigt. Später zerstörte er am Bahnhof eine Glasscheibe und riss Werbetafeln von der Wand. Als die Beamten den 15-Jährigen kontrollieren wollten, wurde er aggressiv und wehrte sich heftig. Dabei spuckte, schlug und trat der Junge nach den Polizisten und beleidigte sie derb. Er war betrunken und wurde verhaftet. Zur Nationalität des Rüpels hat die Polizei keine Angaben gemacht. Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Görlitz. Gegen 18 Uhr war an einer Ampel an der B6 ein Renault auf einen Mazda aufgefahren. Er hatte bei Rot gehalten. Durch die Wucht wurde das Auto gleich 50 Meter weitergeschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Klinikum gebracht werden. Kameraden der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und banden ausgelaufene Betriebsstoffe. Kurze Zeit später kam es ganz in der Nähe zu einem weiteren Crash. Beim Wenden auf der Straße vor der Unfallampel hatte eine Peugeot-Fahrerin einen Skoda übersehen und beide Autos stießen zusammen. Hier gab es keine Verletzten, es blieb lediglich beim Blechschaden. Bei einer Schlägerei auf der Gablenzer Straße in Weißwasser ist am Montagabend ein Mann verletzt worden. Er wurde von einem Kontrahenten attackiert, mit dem er vorher bei einem Bekannten zum Biertrinken war. Dem allerdings wurde die Sache zu laut und er beendete die Party. Daraufhin wurde er offenbar von den beiden Kumpels angegriffen, die sich dann später auch noch untereinander prügelten. Der Verletzte konnte ambulant versorgt werden, er hatte mehr als 1,2 Promille Intus. Sonntagmittag ist ein 24-jähriger Audi-Fahrer auf der Dr. Karlbaum-Allee in Görlitz vor der Polizei geflohen und hat dann auf der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht. Der Pole besaß keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen, sie wurden verletzt. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls. Hinweise nehmen der Verkehrsunfalldienst des Autobahnpolizeireviers unter Bautzen 3670 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei am Montagmorgen auch hinter Bad Muskau einen Polen, der unter Drogen stand, verhaftet. Er sollte mit seinem BMW in Krauschwitz kontrolliert werden. Der Mann fuhr aber weiter und versuchte, den Streifenwagen zu rammen. Nach der Grenze in Polen ließ er plötzlich den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Die polnische Polizei übernahm den 23-Jährigen, nachdem die deutschen Kollegen ihn gestellt hatten. Beamte haben am Samstag und Sonntag Verkehrskontrollen an der B178N sowie in Ebersbach durchgeführt. Hintergrund waren die Einstufung Tschechiens als Corona-Risikogebiet und die Einreiseverordnung. Es wurden am Samstag von knapp 30 Beamten insgesamt 45 Fahrzeuge mit über 70 Insassen überprüft. Der Großteil hatte triftige Gründe für die Einreise und legte aktuelle negative Corona-Testergebnisse vor. Am Sonntag kam es ebenfalls zu keinen Verstößen. Die Kontrollen werden in nächster Zeit weitergeführt, heißt es seitens der Polizei. Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich bereits Freitagnachmittag in Görlitz ereignet. Nach Hinweisen über die unsichere Fahrweise wurde von der Polizei am Kreisverkehr Kellerstraße ein blauer Mercedes-Geländewagen gestoppt. Der Fahrer hatte sich darin verbarrikadiert. Allerdings fuhr er plötzlich wieder an, rammte den Streifenwagen, krachte gegen den Mast einer Ampel sowie ein Verkehrszeichen und kam erst an einem Zaun zum Stehen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können oder eventuell sogar durch den blauen Geländewagen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich ebenfalls an den Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer Bautzen 3670 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Gratismonate sichern. Nur für kurze Zeit. Auf pure.com. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Der Freistaat Sachsen passt nach dem gemeinsamen Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom 19. Januar seine Corona-Schutzverordnung an und setzt damit die Beschlüsse auf Landesebene um. Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Die neuen Regelungen der Corona-Schutzverordnung in Sachsen wurden am Dienstag in einer Pressekonferenz des Freistaates bekannt gegeben. Sie gelten ab heute. Neben der neuen Maskenpflicht soll vor allem sichergestellt werden, dass so viele Menschen wie möglich zu Hause bleiben. Und da ist es einfach so, dass Dinge bestehen bleiben, die wir einfach in Sachsen schon geregelt hatten. Nämlich das Reduzieren der Kontakte, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, idealerweise medizinische Mund-Nasen-Schutz. Überall dort, wo sich Menschen begegnen, der Verzicht auf Reisen, die Besuche und Einkäufe, die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Und ich will es nochmal sagen, oberstes Gebot soll auch für diese Zeit bleiben, dass sie zu Hause bleiben, so weitestgehend es möglich ist. Es bleibt auch bei einer festen Kontaktmöglichkeit. Neu ist die Verpflichtung von Arbeitgebern, den Beschäftigten Homeoffice anzubieten, wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen. Auch Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen ihre Hygienekonzepte anpassen. Neu ist zudem, dass das Hygienekonzept von Kirchen und Religionsgemeinschaften an die Infektionslage anzupassen sind. Das ist zum Beispiel, dass auf gemeinsamen Gesang verzichtet werden sollte. Die bestehende Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr ab einem Inzidenzwert von 200 bleibt bestehen. Es ist jedoch den Landkreisen überlassen, ob sie diese auch darunter einsetzen. Landkreise und kreisfreie Städte können die Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr beibehalten und erst am Folgetag eben aufheben, wenn eine Inzidenz von 100 an 5 Tagen dauerhaft unterschritten wird. Da haben wir lange drüber diskutiert, über diesen Punkt, und auch die Informationen bzw. die Diskussionen in unseren Ausschüssen im Landtag hat dazu geführt, dass wir diese Inzidenz von 100 an 5 Tagen dauerhaft unterschreiten, dass wir diese Inzidenz nochmal in unsere Verordnung aufnehmen.
Dadurch ist eben gewährleistet, dass die Regeln im Wesentlichen sachsenweit einheitlich umgesetzt werden können, weil das war ein wichtiger Grund und ein wichtiges Anliegen auch der kommunalen Familie, dass wir uns in diesem Bereich nach wie vor miteinander solidarisch bewegen, damit wir eben das Infektionsgeschehen weiterhin im Griff behalten können. Auch die Regelungen zum Konsum von Alkohol wurden überarbeitet. In Städten und an öffentlichen Orten bleibt er grundsätzlich untersagt. Wo genau, ist nun jedoch von den Landkreisen festzulegen. Die mit Abstand wichtigste Änderung ist aber, wo welche Masken ab morgen getragen werden müssen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt überall dort bestehen, wo sich Menschen begegnen. Was wir aber spezifiziert haben, das ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Da würde ich einfach mal hochhalten, was wir alles an medizinischem Mund-Nasen-Schutz empfehlen. Das sind also diese Varianten bis hin zur sogenannten OP-Maske. Das sind die FFP2-Masken, die KN95 und diese OP-Masken. Was nicht mehr möglich sein wird, das sind diese ganz normalen Stoffmasken, zumindest für diese Bereiche, wo wir es geregelt haben, nämlich für den ÖPNV und für den Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie in Gesundheitseinrichtungen und für Zusammenkünfte in Kirchen und bei der Religionsausübung. Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken oder vergleichbaren Standard KN95, die ich gerade gezeigt habe, besteht für die Beschäftigten im ambulanten Pflegedienst. Beim Besuch von Tagespflegeeinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen für Besucher, in Justizvollzugsanstalten, Flüchtlingsunterkünften, für das Personal und die Besucher. Für die Alten- und Pflegeheime haben wir einen besonders großen Schutz vorgenommen. Das heißt, dort soll nach wie vor die FFP2-Maske getragen werden, natürlich entsprechend der Arbeitsschutzauflagen. Das heißt, dass man immer dann die Maske trägt, wenn man eben am Menschen arbeitet und ansonsten eben eine ganz normale Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann. Wir wollen auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen dreimal pro Woche für die Beschäftigten eine Testung anordnen. Auch das wird neu sein in unserer Verordnung. Bisher, um das nochmal zu vergleichen, hatten wir zweimal pro Woche. Jetzt haben wir das dreimal pro Woche eingeführt. Ist auch mit den Ligaverbänden gesprochen. Und wenn dort Hilfe und Unterstützung notwendig ist, werden wir auf der einen Seite als Freistaat nochmal die Möglichkeit einräumen, FFP2-Masken vor allen Dingen für Besucher an die Einrichtungen zu geben, aber eben auch die zusätzlichen Tests, die notwendig sind. Und wir bieten den Einrichtungen natürlich an, dass für das Testen die Bundeswehr als helfende Hand zur Verfügung steht. Auch das haben wir an unsere Einrichtungen durchgestellt. Fassen wir zusammen: Mit den neuen Maßnahmen soll der Kontakt und das Infektionsrisiko weiter gesenkt werden. Arbeitnehmer sollen von ihren Arbeitgebern die Möglichkeit für Homeoffice, also das Arbeiten von zu Hause, erhalten, sofern es keine besonderen Gründe gibt. Es müssen ab heute medizinische oder FFP2-Masken im ÖPNV sowie beim Einkaufen bzw. überall da, wo sich Menschen begegnen, getragen werden. Diese erhalten Sie in Apotheken. Außerdem wurden die Regelungen für den Konsum von Alkohol und die Ausgangsbeschränkungen überarbeitet, welche nun in der Hand der Landkreise liegt. Fast alle Änderungen der Verordnung treten ab morgen in Kraft. Alten- und Pflegeheime bekommen jedoch bis Ende nächster Woche die Möglichkeit, sich an die neue Anzahl der Tests pro Woche anzupassen und gegebenenfalls Anträge auf Hilfe zu stellen. Die neue Verordnung gilt bis zum voraussichtlichen Ende des bundesweiten Lockdowns am 14. Februar. Das war unsere Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge. Die nächste Sendung folgt in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin machen Sie's gut und bleiben Sie gesund.